Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Planet Base. Ein Handelsschiff ist gelandet. Ja, wir warten auf entsprechende Patente. Explizit den Bauroboter, Bohrroboter. Um unsere Arbeiter zu entlasten. Die wir leider noch nicht genug haben. Immer noch nicht. Auch wenn wir in den letzten Folgen, beziehungsweise in der letzten Folge Kolonisten haben kommen lassen. Wir haben jetzt insgesamt 21 Arbeiter, das scheint mir immer noch zu wenig zu sein. Denn die Mine ist nicht besetzt, die Mine ist nicht besetzt und die Mine ist gerade mal mit zwei Robotern besetzt. Das heißt, entweder brauchen wir jetzt mal dringendst Bohrroboter, nämlich insgesamt 9 Stück. Oder wir müssen mehr Kolonisten kommen lassen, was aber wieder dazu führt, dass wir, ja, nicht genug Leute frei haben. Und wir sehen hier zum Beispiel, das Solarmodul wird immer noch nicht repariert. Wir brauchen dringendst... Die produziert schon gar keine Energie mehr. Dringendst die Ersatzteile. Bioplastik, das kann ich jetzt so langsam wieder auf normal setzen. Wir müssen unbedingt Ersatzteile haben. Und die kriegen wir nur, wenn entsprechend die Minen endlich mal arbeiten. Das heißt, ich werde diese Mine mal auf hohe Prio setzen, weil die den kürzesten Weg hat. Ja gut, die ist auch nicht viel weiter. So, der Arbeiter geht jetzt raus, der wird wahrscheinlich jetzt zur anderen Mine hingehen. Wie man sieht, hier liegt gar kein Metall mehr, das haben wir alles verbraucht in der letzten Zeit. Wir haben ja auch einiges gebaut, wir haben uns ja hier in dieses Gebiet endlich mal ausgedehnt, haben hier die Energie gesetzt. Luftschleuse, Krankenstation, das ist schon eine Menge. Bioplastik, okay, das brauchen wir auf jeden Fall auch, um die Mikrochips zu bauen, wenn ich mich recht erinnere. Waffen, okay, kommt auch noch. Genau, für die Chips brauchen wir Bioplastik und Metall. Dort brauchen wir Metall, Bioplastik und Chips. Also wird das doppelt gebraucht. Das soll jetzt aber keine große Sorge erstmal sein. Das Plastik kommt so langsam, würde ich sagen. Wir müssen Metall haben. Und da ist ja mein Bestreben, immer noch dieses blöde Bohrpatent, da liegt was rum, Bohrroboterpatent zu bekommen. So, hier sind auf jeden Fall schon alle voll besetzt. Eine Mine. Ich weiß nicht, ob die Minen in dem Moment dann schneller arbeiten müsste, aber wenn die voll besetzt sind, ne? Von der Theorie her, ja. Da ist niemand. Da ist niemand. Das heißt, so wenig Leute habe ich. Das ist natürlich schwierig. Hatten wir diesen wieder auf normal gesetzt? Ja, okay. So, hier könnten wir spaßeshalber nachher auch noch was bauen. Was hast du denn? Patent Bohrroboter. So, jetzt. Ernsthaft? 270? Cool. Patent für Bohrroboter erhalten. Sehr schön, vielen Dank. Jetzt gehen wir ganz schnell auf Schnellspeichern. Wir können Bohrroboter bauen. Das ist mir jetzt ganz wichtig, dass wir die auch als erstes bauen. Wenn der hier durch ist. Dann machen wir uns da 10 Stück von. Toi, toi, toi. Damit wären dann die Minen durchgehend, in Anführungsstrichen durchgehend besetzt, weil die Roboter müssen sich ja auch mal reparieren. Na komm schon. Ich will jetzt hier die Produktion nicht abbrechen, deswegen. Das kam ja ganz genau passend rein. Das hört er jetzt auf, oder was? Schnarch. Und der nächste ist draufgegangen. Das dauert ganz schön lange, bis sie fertig sind. Wir sollten vielleicht eine zweite Botwerkstatt bauen. Die wollte ich ja sowieso noch hinten setzen. Aber gut, erstmal bauen wir jetzt hier an dieser Station die Bohrroboter, dass wir dort genug zusammen haben. Jetzt ist wieder kein Arbeiter da. Wenn ich umstelle, springt das nämlich auf 0 zurück, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob die Ressourcen dann verschwendet sind. Dürfte eigentlich nicht.
So, da ist er und baut weiter. Und sollte dann ja heute Nacht endlich mal fertig werden. Und da fallen sie ein nach dem anderen aus. Wir haben nur noch 12. Ja, gut, auf jeden Fall. Boah. Auf jeden Fall wird da hinten definitiv dann gleich eine weitere Bohrbot-Werkstatt gebaut. Fertig. So. Wie sieht's denn aus? Herstellungsgrenzen. Bots 20. Das heißt, er wird jetzt 7 neue bauen. Was hat er denn alles? Credits, Patente, Biopatente, bla bla bla. Ersatzteile könnten wir theoretisch mal einfach jetzt reinholen. Damit wir die jetzt mal haben. Ja, das ist natürlich doof, dass jetzt alle ausfallen nach und nach. Das hat aber damit zu tun wahrscheinlich, dass wir keine Ersatzteile haben. Medizin ist da, mir fehlt nur ein Mediziner. Da kommt gerade einer, sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert. Und zwar, dass dementsprechend hier produziert wird. Dazu braucht man natürlich Halbleiter. Werden Waffen produziert? Wir brauchen 10. Wir haben 6. Ja, das ist das Problem. Naja, okay, wir lassen das jetzt mal so laufen. Und hoffen, dass sich das dann so nach und nach einrenkt. In dem Sinne, dass wir hier natürlich jetzt auch Prio 1 sind. Oder hoch priorisiert sind. Da wäre ein Ersatzteil durch die Gegend gefahren. Was ist denn hier hinten mit dem Solardingen? Ah, das ist wieder repariert. Sehr gut. Ah, super, jetzt kommt ein Sandsturm. Das bringt natürlich gleich die Metallproduktion wieder durcheinander. Wir könnten aber hier mal zwischendurch ein Bettchen schon mal bauen. Dass wir hier Platz haben zum Ausruhen. So, hier sieht es noch ein bisschen mau aus. Es sind ja ein paar Leute gekommen. Biologen sind wir bei 29%. Da wird also noch einer vielleicht beikommen. Wir schauen mal. Wie gesagt, nicht zu hektisch. Ausbauen, Lebensmittel staut sich nicht auf, aber es wird langsam mehr. Da haben wir vorhin was von verkauft, oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Egal. Hier brauchen wir momentan auch nichts machen. Erstmal wieder so ein bisschen Ruhe reinkommen lassen. Prius nicht zu hoch stellen. Das ist wichtig, dass die hoch steht. Sandsturm steht bevor. Das heißt, wir gehen einmal in die Security und holen die Leute rein. Da liegt Metall rum, ich weiß nicht warum. Das ist wohl abgeschrieben. Kommen die Roboter auch rein? Tatsächlich. Naja, gut. Dann ist das halt so. Aber dann können die Arbeiter hier wenigstens weiter produzieren. Schon wieder ein Roboter weniger. Merde. Ja, wenn die natürlich keine Ersatzteile haben, ich weiß, sie brauchen die Ersatzteile. Kann ich noch nicht mal genau sagen. So, das war's mit dem Sandsturm. Auf in die Arbeit. Ihr dürft wieder ins Bergwerk. Na, wer bist du? Händler. Klar, was anderes kommt ja gerade nicht. Credits. Credits ist immer gut. So. Fleißig wie die Bienchen rennen sie durch die Gegend. Und dann sollten wir auch mal aufpassen, dass wir hier wieder Lebensmittel bekommen. Heilpflanzen, Heilpflanzen, das ist auf jeden Fall gut. Gentomaten.
Wie sieht's denn aus? Heilpflanzen, okay. Stärke wäre vielleicht noch ein weiteres Gut. Stärke halte Gemüse. Ich weiß nicht, ob die, glaube ich nicht. Gentomaten bringt Stärke. Dann setzen wir das doch. War das jetzt eigentlich intensiv? Hoher Wartungsbedarf, ja, das ist natürlich ungünstig. Sollten wir hier eventuell nochmal ein Maisfeld setzen. Damit uns nachher nicht das Bioplastik schon wieder ausgeht. Wir haben wie viel davon auf Lager? 12, naja. 9 Erz ist nett. Freies Metall 4. Wir haben 5 Ersatzteile, das ist schon mal okay. Stärke 49, wo liegen die denn? Die müssen ja dann da hinten irgendwo rumliegen. Naja. Status anständig. Dann sorgen wir mal dafür, dass es denen auch jetzt wieder besser geht. Upsi. Wir können noch ein Vergnügungsdingsbums hier hinten hinsetzen. Innenstruktur, Multidom oder eine Bar. Setzen wir mal einen großen Multidom, größeren Multidom. Hier würde ich dann noch eine Fabrik hinziehen. Beziehungsweise brauche ich ja gar nicht. Aufbereitung. Ja doch, eine Fabrik müsste ich hier hinten noch haben. Quatsch, die habe ich doch hier. Brauche ich ja nicht. Das heißt, hier kommt eine Mine hin. Hier kommt eine Luftschleuse nochmal hin. Dann können wir hier weiterbauen. Ja, finde ich gut. Das ist ein Deal. Halbleiter. Nö, nö, nö. Hauen wir dir mal 10 Stärke um die Ohren. Bei 45% Kommission ist das Ganze nett. Da liegt schon wieder Eisen. Wir haben zu wenig Roboter. Das ist immer noch der Knackpunkt. Und der erste Bauer ist noch nicht mal fertig gebaut. Das ist jetzt so ein kleiner Hänger, den wir haben. Den Bohrbot brauche ich, um letztendlich Metall zu bekommen. Um letztendlich, da staut sich das zwar schon, Stauen ist relativ, um dementsprechend die Arbeiter frei zu bekommen, die mir dann erstmal schon mal das Eisen vorbereiten. So, da ist nämlich, es sind genug Leute da. Das Problem ist, es wird nicht weggeholt, weil es niemand transportiert, richtig? Siehst du, da kommen nämlich die Transportbots. Ne, ist so ein Henne-Ei-Problem, oder wie man das auch nennen mag. Was brauche ich? Wie gesagt, ich lege jetzt den Fokus auf die Bohrroboter, damit wir dort die Arbeiter frei bekommen, um entsprechend Personal zu haben. Oh, Hamsterrad, auch schön. Was haben wir noch? Wasserspender, könnte ich noch einen zweiten setzen. Dann können wir hier noch einen Monitor, da noch eine schöne Bank. Stressabbau, Stressabbau. Wasser ist wichtig. Da können wir noch mal irgendwo einen Monitor hinhängen. Ja, schauen wir mal. Lassen wir das erstmal fertig bauen. Nicht zu viel auf einmal. Gut. Was haben wir hier? Stärke, etwas Lebensmittel. Wir brauchen noch Biologen. Das ist mal Fakt. Biologen und Arbeiter. Was bringst du mir denn? Ein Patent und noch ein Patent. 55% Kommission. So.
So, dann brauchen die auch nicht so viel schleppen. Ja, erstmal schauen, dass wir jetzt die Bohrroboter bekommen. Um dort dementsprechend die Leute frei zu haben, die Arbeiter. Und wenn ich die Bohrroboter habe, kann ich dementsprechend die anderen Roboter wieder bauen. Wir haben nämlich gerade sehr wenig. Falsch. Nein, da müssen wir hin. Wow. 12 insgesamt. 3 Transportbots nur noch. 6 Baubots. 3 Bohrbots. Das ist natürlich ungünstig. Gerade die Transportbots, die fehlen mir jetzt. Wasserspender wurde gebaut. Und es nützt mir nichts, jetzt hier das Labor zu bauen. Weil solange hier keiner ist, der arbeitet, nämlich ein Ingenieur, beziehungsweise die Rohstoffe nicht da sind, haben wir da nichts von. Wobei, dann müsste ich rein theoretisch eigentlich erst wieder Transportroboter bauen. Ach, Mann, ey. Da liegt ein Chip. Was haben wir gesagt, was fehlt? Bioplastik und Metall, ja. Es ist ein Elend. Sagen wir es mal ganz deutlich. Hatten wir jetzt eigentlich wieder Dings zugelassen? Nee. So, da müsste nochmal biologisch was kommen. Ingenieure auf jeden Fall auch, die brauchen wir. Sunny kommt dann keiner. Doch, klar, ist auch noch zu wenig. Und auch noch Arbeiter. Das heißt, alle 4 kommen, theoretisch. Wie sieht es denn aus mit unserer Versorgung? Wasser sieht noch ganz gut aus. Sauerstoff, okay. Das Einzige ist gerade Energie, ist ein bisschen schwierig. Aber das werden wir auch noch hinkriegen. So, was kommt dort? Kolonisten. Jawohl, das ist Ingenieur, das andere war, glaube ich, Biologe. Ich meine, dass grün markiert war. Ja, es bleibt ja immer bei dem Verhältnis, von daher. Auf jeden Fall schon mal gut, dass wir 2 Landeplattformen haben. Patent. 50% Kommission, das sieht schlecht aus. Deswegen kriegst du von mir ein paar Heilpflanzen. Achso, 100 wert. So. Irgendwo muss der Rubel ja wegkommen. Schwierig ist natürlich jetzt, wenn ich die Transportbots nicht mehr habe. So, hier ist alles schön gebaut. Hamsterkäfig, alles Taco. Monitor fertig. Da können die trinken. Das ist perfekt. Da hinten sind Betten. Da könnte ich eventuell nochmal eins hinsetzen. Das war knapp. Mein Gott. Ja, wenn die natürlich nicht besetzt sind, sieht das schwierig aus. Dafür brauchten wir, was war das jetzt? Ingenieur oder Bewachungspersonal? Muss ich gerade mal schauen. Ingenieure, nämlich jetzt 2 Stück pro Station. Und eine ist gerade nicht besetzt. Da haben wir wieder das Problem. Da kam aber gerade der. So, wer kommt da? Ein Arbeiter. Das Ding ist voll besetzt. Hier ist einer drin. Das ist okay. Das heißt, wir kommen so langsam dahin. Ja, wieder ein Roboter wenig. Merde. Wir haben fast 100 Leute schon. Es sieht momentan gar nicht so ganz schlecht aus. Hier sammelt sich das Erz. Das heißt, wir brauchen dementsprechend Arbeiter an den Metallprozessoren. Deswegen will ich ja die Bohrbots haben, dass die Metallprozessoren voll bestückt sind. Hier sind nämlich 3, die sind gar nicht benutzt. Doch, 1, 2, ja doch. Nee, gar nicht, ist ja gar keiner da. Steht ja keiner dran. Humbug. So, das Lager da hinten wird auch so langsam voll. Da ist alles gut, hier ist alles gut, hoffe ich mal. So ein bisschen hin und her eideln. Da werden wir, na, was kommt, Händler? Jo. Hunderte erreicht, sehr schön. Wir haben die 100 Leute. Deswegen stelle ich das jetzt gerade mal ab. Da die Menüs, ne? Ich tue mich da immer mit. Und dann schauen wir mal, wie wir damit weiterkommen. Und zwar machen wir das in der nächsten Folge. Ja, okay. Ich hoffe, dass wir mit dem Bohrbots das ein bisschen ausgleichen können.
wir das Metall bekommen und dann dementsprechend wieder uns Transportbots setzen können. Dementsprechend wird hier hinten vielleicht wahrscheinlich auch wieder eine Werkstatt gesetzt. Ersatzteile werden ja hier gebaut. Und beziehungsweise Bauteile dafür. Ja, da landet gerade einer. Was ist es? Ein Händler, den schauen wir uns noch eben an. Der hat Patent dafür. Kolossalmodul. Wir sammeln erstmal noch ein paar Credits. Machen das mal so. Zack. Und damit sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Planet Base. Bis dann. Ciao.